Richtiges Wetterglück hatten gestern die Veranstalter des Godhelf Musicals auf der Thunaseebühne. Lediglich vor dem Stück regnete es kurz und heftig. Doch dann ging die Premiere trotz anfangs heftigen Windes einwandfrei über die Bühne. Als Grundlage dient die Käserei in der Fehfreuth. Godhelfs Geschichte über ein Emmentaler Dorf, das statt auf Schule lieber auf Käse setzt. Alter Stoff und doch aktuell, wie Andrea Fetsch zeigt. Die Geschichte ist schnell erzählt, dass Anneli, ein Verdingkind, schuftet und wird schikaniert. Ohne richtiges Daheim, ohne dass es jemand gern hat. Eine großartige, runde Rolle, mit die viele Facetten von sich zeigen darf. Die Höhen und Tiefen erlebt, die einmal durchgeschüttelt wird in diesem Stück. Und das ist für eine Schauspielerin ein großes Glück. Natürlich verliebt sich Anneli in den schönsten und reichsten Felix, der Sohn des Ammanns, ein Frauenheld. Das Geschäft mit dem Käse läuft nicht rund, auch weil jeder sich eine goldene Nase verdienen will. Geldgier, verbotene Liebe, es sind archaische und aktuelle Themen, die Godhelf im vor 150 Jahren geschriebenen Stück behandelt. Mich hat gerade die Zeit der Political Incorrectness gereizt. Die Bösen sind die Bösen und die Guten sind die Guten. Auch wenn Godhelf nicht an Dalabach-Kari vom letzten Jahr herankommt, gefallen haben neben einigen Liedern vor allem das schlicht tolle Bühnenbild an diesem Abend fürs Gemüt, der mit einem Happy End ausklingt.